Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Distortion Device aus der Kategorie Wave Shaper. Und was das genau ist und wie man das benutzt, das erkläre ich euch jetzt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das hier ist das gute Device, das Distortion Device. Das mache ich jetzt gerade mal ein bisschen größer. Und zwar gehen wir einfach mal über dieses Device drüber. Hier haben wir den Außeneinschaltknopf, hier haben wir ein paar Presets, die man benutzen kann. Können wir vielleicht später nochmal reingucken. Hier ist der Titel Distortion. Hier kann man die Fernsteuerung, die Remote Controls ein- und ausschalten und definieren. Hier kann man die entsprechenden Modulatoren einbinden und dann kommen wir hier schon auf das Display. Das Display hat mehrere Funktionen. Zum einen mal kann ich mit der Maus gucken, in welchem Bereich ich mich hier gerade befinde und ob ich jetzt hier mich in dem Verstärkungsbereich, also plus 24 Dezibel oder minus 24 Dezibel befinde. Hier an der Seite habe ich nochmal die Skala und hier oben habe ich ja nochmal die Frequenzskala von 40 bis 10.000 kHz, von 40 Hertz bis 10.000 kHz. Und dann habe ich hier drei lustige farbige Punkte drin. Und da muss man unterscheiden, der gelbe Punkt, also diese Bell-Kurve, das ist das Input-Signal. Also das heißt, ich habe hier einen EQ beim Input-Signal, wo ich gewisse Bereiche entweder verstärken, wie hier kann, oder abschwächen kann. Und das jeweils um minus 24 dB. Und den Punkt kann ich hier durch die Gegend schieben, kann lustige Geschichten hier machen. So. Hier unten steht das auch nochmal. Das ist also das Pre-Signal, bevor es in den Verstärker oder vom Verstärker hier oder von dem Distortion-Device verarbeitet wird. So, und hier dann nochmal die konkreten Zahlen, die absoluten Zahlen inklusive der Flankensteilheit hier. Kann ich hier auch nochmal verstellen, breiteres Spektrum oder schmaleres Spektrum. So, daneben sind die Post-Distortion-Cuts, also das heißt nach der Verzerrung das Signal, wenn es hier reingelaufen ist mit dem gelben vorbearbeitetes, sage ich mal, dann verzerrt wurde und bevor es dann wieder ausgegeben wird, kann ich dann hier nochmal einen Low-Cut oder einen High-Cut machen. Kann das ziemlich das verzerrte Signal nochmal ordentlich zusammenschrumpfen. Also entweder hier zum Beispiel relativ tief, da komme ich mit dem bis 466 Hertz runter oder mit dem komme ich dann bis zu 2,64 kHz hoch. Das sollte man wissen. Wenn ein Signal hier durchkommt, dann hat das Display zwei Anzeigen. Das eine, diese Fläche hier drin, diese graue Fläche, ist das Eingangssignal. Und das weiße, die weiße Linie hier ist das verzerrte Ausgangssignal. Das hier kommt rein und das hier geht raus. Quasi das ist die Veränderung, die ich mit dem Signal gemacht habe. So, und da unten kommen jetzt die drei magischen Schaltregler. Drive ist die Übersteuerung, also das heißt, hier wird das Input-Signal angehoben. Und ab einem bestimmten Punkt dann eben auch verzerrt. Und die Verzerrung, das kann man vielleicht hier nochmal schön zeigen, wenn ich hier das Polygrid mir hier anzeige. Wenn ich hier ein Signal habe und vielleicht mache ich das hier mal ganz, ganz leise. So, wenn ich hier ein Signal habe und das verstärke ich jetzt, dann komme ich irgendwann mal an die Grenzen, oben und unten. Und dann wird aus einer Sinuswelle, wird quasi eine Rechteckwelle. Und entsprechend entstehen dann auch Obertöne. Man sieht das hier unten auch nochmal, auch wenn der hier jetzt gerade mit verzerrt. Ich kann den hier mal ausmachen. Dann entsteht aus einer Sinuswelle eine Rechteckwelle. So, das heißt, hier hebe ich das Input-Signal an, nehme hier den Polysynth, oder schwäche es auch wieder ab. Dann kann ich bis 60 Dezibel anheben und kann eben anhand vom Input
Hauptsignal kann ich dann auch nochmal die Verzerrung beeinflussen. Oder eben von dem Post-Cut, also dem Post-Low-Cut oder dem Post-High-Cut, auch nochmal die Farbe des Signals, das Timbre bestimmen. So, hier die Symmetrie ist jetzt nochmal eine ganz eigene Geschichte, und zwar die Symmetrie, wenn ich hier mal den ein Spektrum aufmache, den hier mal runter. Wenn ich hier so ein Signal habe, und das verstärken wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen, machen wir es hier in der Lautstärke ein bisschen runter, machen das ordentlich laut. So, wenn ich jetzt hier so ein Signal habe, das drehen wir hier mal auf, da kommen wir gleich dazu, und verstärke das, kriege ich Obertöne. Und zwar gibt es gerade und ungerade Obertöne. Und mit der Symmetrie kann ich so ein bisschen beeinflussen oder ein bisschen betonen. Nach links, also hier rüber, werden die geraden Obertöne mehr betont. Und je nachdem, wie weit ich das schiebe, gibt es natürlich dann auch Wechselwirkungen. Aber wenn ich das nach rechts schiebe, werden die ungeraden Obertöne etwas mehr betont. Und es verändert sich von der Klangfarbe her so ein bisschen was. Der DC Offset ist nichts anderes als eine Korrektur von fehlerhafter Hardware. Das heißt, hier kann ich einfach simulieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Analog-Digital-Wandler eine Welle, sage ich jetzt gerade mal, machen wir den hier zu, dann machen wir hier das Oszilloskop auf. Ich habe hier mal so ein DC Offset, das ist im Prinzip sowas in der Richtung. Wenn ich jetzt so eine Welle hier habe und fehlerhafte Hardware hat manchmal das Problem, deshalb ist es auch fehlerhaft, dass es die Wellenausrichtung, also wie so eine Sinuswelle, was wir hier gesehen haben, habe ich in der Mitte quasi eine Nulllinie. Und fehlerhafte Hardware hat das Problem, dass es die Wellen oftmals nicht an der Nulllinie ausrichtet, sondern oberhalb oder unterhalb. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das hier so angucke und habe jetzt eine fehlerhafte Hardware, die das mehr oberhalb der Nulllinie ausrichtet, dann habe ich unter Umständen sowas. Oder unterhalb. Oder wenn es blöd läuft mit den Wackelkontakten, habe ich die überall quasi. Das wäre natürlich der extrem schlechteste Fall. Dann sollte man die Hardware wahrscheinlich eher entsorgen. So, also das heißt, wenn ich hier irgendwie so eine leichte Abweichung, sagen wir mal, habe, nicht auf der Nulllinie, dann kann ich das mit dem DC Bias quasi etwas anpassen. Beziehungsweise das sollte ich vor dem ganzen Ding, vor dem ganzen Distortion Device hinpacken, und mit dem DC Bias kann ich dann so ein bisschen eine fehlerhafte Hardware auch simulieren. So, und der Slew Rate, der Slew Parameter ist jetzt so eine ganz eigene Geschichte, und zwar wird er oft bezeichnet gerade an den Gitarrenverstärkern, als dass man den Verstärker quasi erst einschaltet, aktiviert. Die Slew Rate ist aber nichts anderes als quasi ein Wert, ich drücke es jetzt mal salopp auf, ein Wert, der, je weiter ich den aufdrehe, desto reaktionsfreudiger wird er. Das heißt, der guckt dann quasi nach, was von der Veränderung beim Input-Signal entstanden ist. Und das Ganze hat die Auswirkung, dass tiefe Frequenzen, also langgezogene Sinuswellen, ja langsame Veränderungen haben. Und wenn der Slew Rate Parameter oder Slew Rate relativ weit unten ist, dann nimmt er nur sehr langsame Veränderungen wahr. Das heißt, er guckt dann immer mal wieder zwischendurch ganz langsam, nimmt er mal wie so eine Samplerate so ein bisschen. Je geringer die Samplerate ist, desto weniger Werte kann ich quasi erfassen, desto
weniger aufgelöster, desto detailärmer ist mein Sound dann im Endeffekt. Das heißt, je weiter höher ich den Slew Rate drehe, hier wird er in Dezibel angegeben, desto schneller reagiert er auf das Input-Signal mit den Verzerrungen. Na, also wenn ich jetzt den ganz langsam eingegeben habe, dann verzerrt er mal hier, verzerrt er mal da, verzerrt er mal hier. Und wenn ich den jetzt hier aufdrehe, dann fängt er an, richtig alle möglichen Details zu beachten und hier und da zu verzerren. Und das hört man dann schon am Signal, nämlich, wie ich das vorhin gesagt habe, tiefe Frequenzen sind quasi lange Schwingungen, hohe Frequenzen sind kleine Schwingungen, entsprechend lange Schwingungen kriege ich hier als erstes mit. Mache hier mal den Drive ein bisschen rein. Und da kommt noch nicht viel an. Und je weiter höher ich gehe, desto mehr bekomme ich von den einkommenden Frequenzen des einkommenden Signals mit. Ich nehme jetzt gerade mal den Polysynth. Mit einem ähnlichen Sound. Und wenn ich das hier Spektrum angucke, mal den mal hier oben hin. Und den mal runter. Dann kommen erst die tiefen Frequenzen und dann zieht es langsam die hohen Frequenzen mit. Und man hört das, dass der Ton auch immer heller wird. Dann kommen die ganzen Obertöne mit dazu. Doch, das ist jetzt schon der ganze Ton. Das ist nicht sehr detailreich. Vielleicht sollte man den ein bisschen detailreicher machen. Fängt er an, dann die hohen Frequenzen zu verlieren. So, und dann hat das Device natürlich noch einen WetFX-Container, wo ich das Effektsignal, was ich hier verändere, bevor es hier rausgeleitet wird, nochmal weiter verarbeiten kann. Eine Stereobreite, die ich bis 150% oder eben auf Mono runterschieben kann. Hier kann ich nochmal das gesamte Effektsignal entweder verstärken oder abschwächen, also Boost oder Attenuaten. Und hier kann ich den Gesamtmix vom Originalsignal bis hin zu voll effektierten Signal ausgeben. So, wir können ja mal so ein bisschen einen kleinen Test machen mit dem Distortion Device hier an der Stelle. Machen wir das hier mal auf 0. Nehmen wir den Slew Parameter, den Drive, das drehen wir mal auf. Und wenn ich das jetzt hier mal abspiele, da höre ich jetzt zum Beispiel schon, wenn ich den Distortion hier einschalte, diese nachträgliche EQ-Cuts, also den Low-Cut und den High-Cut hier. Wenn ich die jetzt hier komplett rausziehe, sollte ich nicht mehr allzu viel hören. Ich habe den Drive komplett aus, den Mix komplett auf, nichts an der Gain umgetan und den Slew-Parameter auch hochgezogen. Bisschen kann man es hören, aber kaum. So, wahrscheinlich hängt das hier mit zusammen, dass ich den nur bis 21,1 kHz hochschieben kann.
Und ja, bei 16 Hertz, denke ich mal, hört man das jetzt nicht so. So, und jetzt kann man den Slew-Parameter nochmal so ein bisschen sich angucken. Wenn ich den jetzt einfach mal ganz runterdrehe, das heißt, dann kriegt der das Distortion-Device, ich habe ja den Mix voll aufgedreht, das heißt, ich kriege nur das effektierte Signal. Das Distortion-Device ist jetzt völlig lahm. Das kriegt eigentlich fast gar nichts mit. So, im Hintergrund ist ein bisschen was. Jetzt lässt es langsam durch. Und ich habe hier schon eine leichte Färbung drin. Das heißt, ich habe hier schon so eine leichte Färbung drin, allein durch den Slew-Parameter, ohne dass ich irgendwas am Signal verstärkt hätte. So. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann natürlich ebenso mit dem Drive hier rumspielen. Da muss ich aber vermutlich die Gain ein bisschen rausnehmen, weil sonst klippt mir das Signal komplett weg. Und kann jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich nehme jetzt nicht Vollmix, das voll effektierte Signal, sondern ich will zum Beispiel auch gar nicht mal also die. Doch, ich nehme das komplette Signal hier, verstärke das hier, die geraden Obertöne ein bisschen mehr betonen. Ich kann jetzt einfach mit den Parametern, also gerade mit dem Mix-Parameter, wenn ich hier mit dem Slew-Parameter zum Beispiel das gesamte Distortion-Device etwas langsam einstelle, sodass ich im Prinzip nur so in den Mitten, von unten in die Mitten was reinkriege. Ich kann ja hier noch mit den EQs rumarbeiten, mit den Low-Cuts und den High-Cuts. Dann kann ich den Sound zum Beispiel im unteren mittleren Bereich einfach ein bisschen mehr anfetten durch Distortion. Dadurch, dass ich den Mixregler hier so ein bisschen reinziehe, dadurch erzeuge ich auch so ein bisschen mehr Wärme im Mix. Muss man natürlich vorsichtig rangehen, sodass der ganze Mix nicht verzerrt klingt. Aber Verzerrung ist ja eine ästhetische Angelegenheit und eigentlich hören wir ganz gerne Verzerrung, gerade so in Rockmusik, aber auch in elektronischer Musik gibt es einen ganz großen Einsatzbereich für Verzerrung und Verzerrung hat auch immer so ein bisschen den Touch von, das Signal ist so laut, dass es die Boxen nicht wiedergeben können. Das ist so ein leicht psychoakustischer Trick, dass man das Gefühl hat oder dass man denkt, das ist jetzt wahnsinnig laut. Dabei ist es genauso laut wie ein unverzerrtes Signal, was komplett klar durchkommen könnte. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommentiert gerne. Ich freue mich immer gerne, was von euch zu hören. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diese Videos einfach weiter verteilt. Und kommt in unseren Discord-Kanal, diskutiert mit. Ja, teilt euer Wissen, wenn ihr noch was dazu beisteuern könnt, immer gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.